Hallo, liebe Arcada-Club-Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Blender-Einstiegskurs-Serie. Und die hat einen unbekannten Ausgang, weil ich noch nicht weiß, wie weit kommen wir hier überhaupt. So kompliziert ist diese Software. Und der Frustlevel bei dieser Software ist extrem hoch. Und den müssen wir irgendwie überwinden. Schaut euch mal nach dem Start der Software diesen Bildschirm an. Ja, der ist randvoll mit Informationen, Menüs, Texten, kleinen Symbolen. Alles ist wirklich auch winzig und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, hier irgendwie an irgendwelchen Schaltern zu drücken und irgendwas zu sehen. Und trotzdem kann ich mit der Maus hier überhaupt nichts machen. Es kann so einen Rahmen aufziehen und hier so ein Objekt markieren. Ja, und hier sind auch irgendwelche Sachen. Aber da bewegt sich nichts. Diesen Würfel kann ich anklicken. Der lässt sich nicht bewegen mit der Maus. Also gar nichts geht. Und zum ersten Mal steht man vor so einer Software und denkt, was soll ich hiermit überhaupt? Ja, wir müssen uns wirklich ganz klein an die Sachen rantasten und wir werden auch viele Kürzel auf der Tastatur irgendwie auswendig lernen müssen, um da klarzukommen. Aber zunächst einmal müssen wir mal überhaupt verstehen, was haben wir hier eigentlich für eine Software? Also diese Software ist eine sogenannte Render-Software, das heißt, sie versucht, Lichtreflexionen auf Oberflächen spiegeln zu lassen, zu reflektieren. Und sie kann geometrische Figuren zusammensetzen, denen kann man verschiedene Texturen geben. Ja, Texturen ist nichts anderes als so ein Stoff, den man darüber hüllt. Ja, ich kann zum Beispiel diesem Quader ja, einen Jeansstoff geben oder sagen, der ist aus Stein. Sowas kann ich hier alles mit dieser Software definieren und festlegen. Aber im Moment sehen wir davon überhaupt nichts. Ja, weil das hier ist so eine Ansicht für uns als Entwickler und Bastler dieser ganzen Objekte, die uns erstmal ermöglicht, im dreidimensionalen Raum irgendwas hinzustellen. Und das wird mit einer Kamera eingefangen. Und diese Kamera, die ist dieses komische Objekt hier, was wir hier sehen. Ja, wenn ich hier mal anklicke hier, dann sehen wir hier eine Kamera. Da können wir noch nicht mal sehen und erkennen, wie guckt die denn und wie sieht die denn dieses Objekt und wie steht die da im Raum. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Und dann haben wir eben hier dieses Quader-Ding. Ja, steht da einfach so rum. Ist auch nicht toll irgendwie. Ne? Aber es hat schon 3D-Ansichten, nämlich hier so ein helles Grau, ein dunkles Grau. Also irgendwie wird hier schon mit Licht ein bisschen gearbeitet, ja. Und tatsächlich hier oben ist noch so ein komisches Symbol, soll ein Licht darstellen. Das ist tatsächlich eine Lampe, die wir hier oben sehen. Und das sind die drei Objekte, die hier auf dieser komischen, ja, Millimeterpapierfläche stehen. Wir sehen noch so ein paar komische Linien hier, nämlich diese rote und die grüne. Und das sind die Achsen, auf denen wir die Objekte bewegen können. Das ist einmal hier die Y-Achse, das ist diese grüne Linie. Und die X-Achse ist hier die rote. Und dann gibt es noch eine blaue Linie, die sehen wir aber derzeit nicht. Das ist nämlich die Z-Achse. Die geht hier von oben nach unten oder unten nach oben. Das ist nämlich die Höhe, auf der wir uns befinden. Okay, also wie gesagt, völliger Frust, weil sich nichts bewegt und nichts irgendwie spannend aussieht. Aber das wird so sein, dass wir uns eine ganze lange Zeit lang so ein bisschen daran tasten müssen und ja, noch nicht so spannende Sachen sehen wie in den Einstiegsanimationen, wenn wir die überhaupt hinbekommen. Aber es ist trotzdem spannend, in so eine Software einzusteigen. Schaut mal hier rechts, da gibt es noch was, das könnten wir fast schon verstehen. Da gibt es nämlich drei Objekte plötzlich. Eins heißt Kamera, eins heißt Cube und eins heißt Light. Und das sind ja genau die, die ich gerade vorgestellt habe. Also hier gibt es sowas wie Ebenen. Vielleicht habt ihr das ja schon kennengelernt in meinen Kursen. Bei Affinity und bei Keynote haben wir ja solche Ebenen, in denen wir es anordnen können. Sowas ist das hier fast. Und das Ganze steckt in so einer Collection, ja, das kann ich hier so zuklappen, aufklappen und dann habe ich hier so eine Collection, da sehe ich hier auch die Symbole, ja, so ein geometrisches Objekt, ein Licht und eine Kamera steckt da drin, ja, und das ist hier alles so ein bisschen dargestellt und ich kann das hier auch aufklappen und dann sehe ich, das ist eigentlich noch mehr, ja, hier ist eben noch mehr drin, ja, es geht immer weiter bis zu diesem komischen Material, also irgendwas ist hier abgebildet, was wir auch noch nicht verstehen, aber immerhin die drei Objekte haben wir. Ja, aber wie kann ich jetzt daraus eine 3D-Grafik machen? So also die spannende Frage. Was soll das? Ja, und wir können das mal machen. Wir versuchen mal direkt einmal 3D das Ganze zu erzeugen. Und dabei lernen wir schon die erste Taste kennen auf dem Computer. Wir drücken nämlich die Fn-Taste und die F12-Taste. Beides gleichzeitig. Fn und F12. Und dann geht so ein Fenster auf. Und ja, da ist dieser blöde Quader zu sehen. Ja, so todlangweilig wie nur irgendwas. Aber es ist er. Ja, er hat auch eine Lichtreflexion. Er ist hier oben so ein bisschen angestrahlt, seitlich auch. Und hier ist dunkel. Prima. Das Fenster können wir zumachen. Und wer das mit diesem Fn und F12 das nicht hinbekommen hat, der kann hier oben auch auf Rendern klicken und sagen Bild rendern. Schaut mal, da steht F12. Aber die F12-Taste ist meistens beim Mac belegt mit Lautstärke, leiser oder lauter machen. Deswegen muss man die Fn-Taste immer dazu drücken, um an diese Funktionstasten zu kommen.
Ja, und die Windows-User haben die auch auf ihren Tastaturen und wir können einfach F12 drücken oder hier draufklicken. Und dann bekommen wir dieses komische Bild zu sehen, auf dem jetzt dieser Quader berechnet ist. Und tatsächlich, das ist die Ansicht, mit der wir nachher unsere 3D-Grafiken zu sehen bekommen. So, jetzt müssen wir aber irgendwie lernen, wie man dieses komische Objekt hier denn bewegt. Und das können wir machen, indem wir nämlich hier mal auf diese Seite gucken. Hier gibt es nämlich so Werkzeuge. Und hier ist eins, dieses hier nennt sich Verschieben. Und das klicke ich mal an. Damit habe ich den Modus verändert und kann jetzt hier so ein Objekt anklicken. Und schaut mal, jetzt sind hier nämlich solche komischen Pfeile erschienen. Ja, so ein roter und ein grüner und auch zum ersten Mal dieser blaue. Und wenn ich diesen Pfeil anfasse, dann kann ich zum ersten Mal diesen Quader hier auf dieser, ja, Y-Achse, der grünen Achse verschieben. Und das gleiche kann ich hier machen, wenn ich da drauf klicke. Guck mal, kommt noch eine zweite Linie, aber es ist symbolisiert diese X-Achse, auf der ich das Objekt bewegen kann. Ja, und jetzt habe ich das hier so ein bisschen weiter weggestellt als vom Ursprungsort. Dann gucken wir nochmal beim Rendern, wie das jetzt aussieht. Ja, der Würfel ist weiter weg. Ja, den haben wir von der Kamera wegbewegt. Die Kamera schaut also hier offenbar von dieser Position hier so drauf. Und ich kann das hier auch näher ranschieben und drücke wieder auf Rendern. Und dann gucken wir mal, oh, ist näher ran, aber die Kamera steht wohl doch nicht so da, wo wir sie vermutet haben. Also das müssen wir noch rausfinden, wie die da guckt. Aber damit können wir es verschieben, das Objekt. Und wir können es auch hier nach oben schieben. Das gucken wir uns auch mal beim Rendern an. Ja, tatsächlich, der Würfel ist jetzt etwas aus dem Bild rausgerutscht und da oben wird von der Kamera nicht mehr erfasst. Also mit dieser Möglichkeit kann ich hier Objekte verschieben und, kann sich fast schon denken, mit diesem kann ich es rotieren lassen. Und da habt ihr hier diese Kurven, diese blaue Linie, die grüne Linie und die rote Linie. Und da kann ich mit der Maus so drüber fahren. Und wenn ich dann die linke Maustaste gedrückt halte, dann bewege ich auf dieser Achse hier den Würfel und kann den halt so ein bisschen hier entsprechend auf diesen Achsen schiefstellen. Und gucken wir uns das Ganze nochmal an. Rendern. Ja, hat geklappt. Super, toll. Aber aufregend ist das Ganze noch nicht. Aber zumindest sind wir aus diesem Frust schon mal raus, dass wir hier auf dieser Ebene nichts bewegen können. Das gelingt uns schon. Ja, und das kann man eben hier durch diese einzelnen Schaltflächen machen. Wir müssen die Kurse klein halten, weil sonst wird es zu komplex, alles in einen Teil reinzupacken. Das könnt ihr euch sowieso nicht merken. Deswegen brechen wir hier wieder ab. Und ihr kennt es schon im Kurs, immer kleine Häppchen und Stück für Stück tasten wir uns ran. Und im nächsten Teil versuchen wir mal, ob wir dieses blöde Grau nicht wegbekommen und da nicht schon mal irgendwie eine Farbe drauf bekommen. Also, schauen wir mal, wie es weitergeht.